Das Ende des Sturms Kirk hat Europa erreicht und Schäden in Portugal und Spanien verursacht. Frankreich ist in höchster Alarmbereitschaft, da starke Winde und heftiger Regen erwartet werden. Nos digues ont été renforcées et rehaussées. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est quand même toujours inquiet, prêt à bondir avec les agents techniques, hein, pour s'il y a lieu, ben voilà, on sortira les bateaux et on avertira toute la population. Der Sturm war ein schwerer Hurrikan, als er zwischen den Bermudas und den Azoren vorbeizog. Für eine kurze Zeit erreichte er Kategorie 4. Inzwischen hat sich Kirk jedoch zu einem außertropischen Sturmtief abgeschwächt. Der Sturm verursachte Überschwemmungen in Portugal und ließ 300.000 Menschen ohne Strom zurück. Der Katastrophenschutz registrierte 600 Zwischenfälle, die meisten davon im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen. In Spanien kam es zu schweren Stürmen und Regenfällen, die zu Verspätungen und Flugausfällen führten. Lokale Medien berichten, dass in einigen Teilen des Landes bis zu 7 Meter hohe Wellen an den Küsten schlugen. Auch die Schweiz, Belgien, die Niederlande und Norddeutschland werden in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Sturms zu spüren bekommen.